Eine große Herausforderung beim Schreiben und vor allem beim Schreiben an der Uni besteht darin, dass Texte über einen außergewöhnlich langen Zeitraum hinweg entstehen. Für die meisten Arbeiten haben sie mehrere Wochen oder sogar Monate Zeit. Im Vergleich zum Schreiben in der Schule und vielen Berufen ist das ganz schön viel, vor allem weil man selbst dafür verantwortlich ist, sich diese ganze Zeit sinnvoll einzuteilen. In diesem Video möchte ich Ihnen deshalb ein paar Tipps geben, wie sich dieser komplexe Prozess effektiv planen lässt. Wie bei jedem größeren Projekt ist es erstmal sinnvoll, das Schreiben in kleinere Schritte aufzuteilen. Fast jeder Schreibprozess beinhaltet die folgenden fünf Stufen. In der Planungsphase entwickeln Sie eine Fragestellung für Ihre Arbeit und grenzen durch orientierende Literaturrecherche das Thema ein. In der Lektürephase lesen Sie dann die Texte, die beim Beantworten der Fragestellung helfen, und halten in Exzerpten die wichtigsten Informationen fest. Sobald Sie genug Informationen haben, können Sie zum Rohtexten übergehen und schriftlich über Ihre Fragestellung nachdenken. Die entstandene Rohfassung überarbeiten Sie schließlich, um einen argumentativen Text zu entwickeln, bei dem nicht mehr die Fragestellung, sondern Ihre Antwort darauf im Vordergrund steht. Ganz am Schluss sollten Sie auch noch in einer Korrekturphase alle kleinen Fehler beseitigen, Zitate überprüfen und Formalia entsprechend den Vorgaben Ihres Fachs anpassen. Diese Aufteilung ist hilfreich, weil selbst eine kleine Hausarbeit zu einer monumentalen Aufgabe werden kann, wenn man versucht, alle diese Schritte gleichzeitig auszuführen. Wenn man zum Beispiel das Rohtexten mit dem Überarbeiten kombiniert und sich beim Schreiben ständig verbessert. Der erste Schritt bei der Planung Ihrer Arbeit kann deshalb darin bestehen, sich die Zeit bewusst in diese fünf Stufen einzuteilen. Um die einzelnen Aufgaben dann auch noch effektiv zu bewältigen, sollten Sie außerdem jeweils passende Strategien dafür anwenden. Auf der Webseite des Schreibzentrums finden Sie solche Strategien, sortiert nach den fünf Phasen. Die schwierige Frage ist jetzt natürlich, wie viel Zeit man für die einzelnen Stufen einplanen sollte. Hier wird es kompliziert, denn die wenigsten von uns klappern die fünf Schritte einfach nacheinander ab. Stattdessen ist es bei längeren Texten ganz normal, beim Überarbeiten auf neue Ideen zu kommen. Dafür sollte man offen sein, auch wenn das bedeutet, eine neue Literaturrecherche zu starten. In Wahrheit ist Schreiben nämlich gar kein linearer Prozess, sondern ein Kreislauf von Planen, Lesen und Schreiben, der durch den Motor der Überarbeitung angetrieben wird. Aber wie findet man sich in diesem komplexen Kreislauf zurecht? Der beste Weg besteht darin, sich über den Text Gedanken zu machen, der am Ende dabei rauskommen soll. Genauer gesagt, sollten Sie die Anforderungen von Ihrer spezifischen Schreibsituation klären. Dazu zählen natürlich formelle Fragen wie die Textlänge und das Abgabedatum, aber genauso wichtig sind die Erwartungen Ihres Zielpublikums, im Studium also die von Ihren Dozierenden. Was ist zum Beispiel deren Einstellung zur Literaturrecherche? Manche wünschen sich eine eigenständige Suche nach passenden Werken, während andere völlig zufrieden damit sind, wenn sie nur die Seminarliteratur verwenden. Solche Präferenzen sollten Sie auf jeden Fall herausfinden, denn davon hängt ab, wie viel Zeit Sie in die Planungs- und Auswertungsphase stecken sollten. Auch ganz wichtig ist, ob Dozierende vor der Abgabe eine Rohfassungsgliederung oder ein Exposé erwarten. Falls das der Fall ist, sollten Sie den ersten Kreislauf nämlich zügig durchlaufen und dann mit dem Feedback Ihrer Dozierenden eine weitere Schleife beginnen. Zu guter Letzt hängt auch viel davon ab, welche Textsorte Sie schreiben. Was bei Hausarbeiten gut funktioniert hat, kann bei Abschlussarbeiten nach hinten losgehen. Bei längeren Texten kann es zum Beispiel vorkommen, dass Sie den Kreislauf öfters durchlaufen, als Sie es von kürzeren gewohnt sind. Okay, zum Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung. Bei der Planung Ihres Schreibprozesses sollten Sie zuerst die Erwartungen von Dozierenden klären. Planen Sie dann auf dieser Grundlage, wie viel Zeit Sie fürs Recherchieren, Lesen, Schreiben und Überarbeiten brauchen. Nutzen Sie schließlich in den jeweiligen Phasen die passenden Strategien, um gut voranzukommen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Hinter jedem dieser Ratschläge versteckt sich eine Fülle an Entscheidungen, die kontextabhängig und individuell getroffen werden müssen. Letztendlich ist deshalb jeder Schreibprozess einzigartig und ein Patentrezept gibt es nicht. Unser letzter Tipp ist deshalb, die Besonderheiten des eigenen Schreibens im Gespräch mit anderen zu reflektieren. Dafür können Sie natürlich gerne eine Schreibberatung bei uns ausmachen, denn genau dafür sind wir da.